Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und begrüße euch recht herzlich zu den heutigen WoW News. Die Challenge Modes haben es endlich in die Beta geschafft. Ich habe ja vor einigen Tagen da schon mal darüber berichtet, dass sich da Leute beschwert haben bzw. Sorgen gemacht haben, dass die Challenge Modes erst später in WoD reingepatcht werden. Daraufhin wurde dann gesagt, die werden in Zukunft dann auch in der Beta getestet, da soll man keine Angst haben. Jetzt sind die verfügbar, man kann ganz einfach mit dem Rechtsklick auf sein Spielerbild und dann Schwierigkeitsgrad, Herausforderungen, die so einstellen. Dann kann man halt wie gewohnt einfach in die Instanzen reinlaufen und dann den Challenge Mode testen. Seid ihr Challenge Mode Leute oder geht euch das am allerwertesten vorbei? Sagt es mir am besten in den Kommentaren. Da WoW jetzt schon 10 Jahre alt ist, sieht man es im Spiel natürlich ein bisschen an und genau daran wollen die Entwickler jetzt arbeiten. Sie wollen die Engine ein bisschen grundüberarbeiten. Zu den technischen Details und so weiter und so fort lest ihr was in einem offiziellen Blog. Ich habe euch mal den Link in die Videobeschreibung gepackt. Vorsicht, Englisch, ich sag's nur. Da könnt ihr halt nachlesen, warum und wieso und weshalb und so ein paar kleine Details. Wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal vorbei. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung unten. Am morgigen 19. September gibt es in der Beta wieder Mythic Red Test. Das heißt, wenn ihr euch da ein bisschen für interessiert, beziehungsweise mal bei Red Tests mitmachen wollt und einen Beta-Key habt, habt ihr morgen wieder die Chance, dann da mal reinzulaufen. Müsst euch nur eine Gruppe suchen. Ich dachte, ich erwähne das hier auch nochmal kurz. Ist vielleicht ganz interessant für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ansonsten wäre es das für heute gewesen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den heutigen Themen dann in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein.